Und dann geht's weiter mit der D-Klasse. Sind aber überall immer nur 4 Rennen. Das ist schon mal fein. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. So. Ja, aber doch nicht doch nicht jährlich wollte ihn. Die kam doch nicht jährlich raus. Schon im Wechsel, aber ja nicht irgendwie dieses Jahr kommt das. 2 Jahre, okay. Okay. Ja. Ungefähr 4 Jahre Entwicklungszeit. Alle 2 Jahre Horizon? Alle 2 Jahre Motorsport? Nein, no way. Die machen das doch nicht so schnell. Ich dachte jetzt eher Horizon, 2 Jahre später Motorsport, dann wieder 2 Jahre später Horizon. Das wäre knapp 4 Jahre Entwicklungszeit. Und so weiter und so fort. Echt, die arbeiten doch nicht nur 2 Jahre an dem Spiel. Also an Horizon vorne. Was nehmen wir? Schon wieder Mazda? Spider? MX-5. Horizon 3 2016, Horizon 4 2018, krass. Horizon 5 2021. Okay. Stimmt. Müsste ja dann Ende des Jahres einer kommen. Nach deiner Richtung da. Alter, was nehme ich denn jetzt? Renault 5 Turbo. Ich habe den im Auge. Komm, ich mal einen kleinen Flitzer hier. Ja, yeah, let's go. Jo, mach ich. Nein, mal was anderes fahren. Mal Limit 400. Okay, da kann ich noch ein bisschen was dran schrauben. So. Aha. Die baller ich jetzt schon mal alle rein direkt. Alter, sieht das hässlich aus. Nehme ich. Geht eigentlich. So, den brauche ich nicht. Kupplung, Getriebe. Motor.
398. Bremsen, Sport. Hier kriege ich nochmal Handling mit rein. Und tut auch nicht weh. Kraftstoff, da kann ich nichts machen. Ja, probiere ich mal. C-Klasse Antura Integra. Oh, hier gehen wir auch auf 5 hoch. Die Streckenoberfläche in Silverstone hat kürzlich ein neues Profil und einen neuen Belag erhalten, wobei die Neigungen einiger Kurven geändert, unangenehme Unebenheiten behoben und das Risiko von Aquaplaning bei regnerischen Bedingungen. Also während der Ladezeit kannst du Speedrun Dark Souls spielen, kannst eine Runde Fortnite spielen und kannst eine Runde Valorant spielen. Und es lädt trotzdem noch. Ich check das nicht. Gar nicht. Wenn FIFA, dann die älteren FIFA-Spiele. So die ganz alten, so PlayStation und so. PlayStation 1. Oh, dann zeig mal, was du drauf hast. Was ist denn bei dem Cooper los?
Runde. Du schaffst das. Ja, die kriege ich nicht mehr. Aber nicht schlecht. Der macht auf jeden Fall Spaß. Gegen Ende des Rennens wird der Bremsweg länger, wenn die Reifen verschlissen sind. Du musst dein Timing in den Kurven also im Lauf des Rennens anpassen. Alles klar? Und los! Nicht abhängen lassen. Tja, nimm deine 55 Runden Sprit mit, kein Ding. Juckt dich ja eh nicht. Tschüss, 2,5 Sekunden. Was ist denn das für ein Lenkrad? Das ist ja witzig.
Zeitstrafe beträgt etwa 4,5 Sekunden. Fuck, man. Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 5 Sekunden. Trotz knapp 5 Sekunden Strafe auf P3. Aha. Im Club-Layout von Grand Oak ist in fast allen Kurven die Geschwindigkeit absolut entscheidend. Sieh also zu, dass du die Scheitelpunkte perfekt erwischst und vermeide es zu driften. Okay, fahr jetzt in die Startaufstellung. Thank you.
Der hat abgebremst. Warum bremst er da ab? Dankeschön, 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 Dankeschön. Aber mehr als Podium ist nicht drin. Wie laufen die Runden, Melli? Wir sind auf P3 gelandet. Homestead, Miami. Mäßiger Regen. Limit ist immer noch 400. Temperaturen auf diesem Straßenkurs können an heißen, feuchten Tagen weit über 50 Grad erreichen, was den Grip während des Rennens verringern kann. Mal sehen, wie du dich da draußen schlägst. Nein.
keine Ahnung, warum du da abgebremst hast. Da war keiner vor dir. D-Klasse Finale, that's it. Naja. Okay, gut. Eine kleine Pause, eine etwas längere Pause.
Dann C-Klasse, B-Klasse, Finale. Schaffe ich heute noch?